So, und ein herzliches Willkommen nochmal ganz kurz. Ich will jetzt eigentlich das Spiel beenden, aber man weiß ja nie, was im Hauptmenü passiert. Deswegen habe ich jetzt nochmal schnell auf Aufnahme gedrückt und mal gucken. Bestätigen. Geht ja immer erstmal ins Hauptmenü, wenn man beenden möchte. Cyberlife, das Unternehmen, das mich hergestellt hat, führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Na, siehst du? Möchten Sie teilnehmen? Aber immer doch, wir wollen natürlich teilnehmen, ist doch klar. Cyberlife führt eine Umfrage durch, um zu erfahren, was Benutzer denken. Möchten Sie an der Umfrage teilnehmen? Toll, Ja. es geht los. Okay. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? So, Beziehungen heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass ich diesen Androiden als Partner nehmen würde. Es kann ja auch einfach eine freundschaftliche Beziehung sein, kumpelmäßig oder wie auch immer. Also würde ich sagen, ja, also wenn die Androiden tatsächlich so sind wie hier, warum nicht? Fände ich cool, ganz ehrlich gesagt. Dagegen hätte ich ehrlich gesagt nichts. Von daher, ja, hätte ich kein Problem mit der Beziehung damit. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Tatsächlich ist es ja schon längst so weit. Die Menschen verdummen mittlerweile immer mehr. Entschuldigung. Natürlich, jetzt vielleicht nicht, aber ne? Es gibt natürlich Menschen, wo man denkt, okay, wenn die jetzt nur noch die ganze Zeit sich mit der Technologie, also mit ihrem Smartphone beschäftigen oder was auch immer und natürlich die ganze Welt vergessen und die Mitmenschen um sich herum, die Familie, das, was wichtig ist, wie gesagt, dann ist die Menschheit schon längst in Gefahr durch die Technologie. Also glaube ich schon daran, ja, kann zur Gefahr werden für die Menschheit. Oder sagen wir eher für die Menschlichkeit. Aber natürlich auch für die Menschheit, klar. Wenn die Technologie so schlau wird wie hier so mittlerweile und dann irgendwann vielleicht mal bemerkt, wie beschissen sich der Mensch meistens verhält und die Erde auch dementsprechend zerstört. Könnte schon sein, dass die Technologie dann für die Menschheit zur Gefahr wird und dann umdenken und gegen die Menschen geht. Kann natürlich sein. Aber wenn ich natürlich einen Androiden als Kumpel habe, der für mich gerade steht, habe ich ja eigentlich nichts zu befürchten. Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Ein Buch, ein Mobiltelefon, Stift und Papier, eine Konsole, ein Instrument. Auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Gut, einerseits würde ich jetzt sagen, ein Mobiltelefon, eine Konsole würde keinen Sinn ergeben, weil wir haben ja keinen Strom auf einer Insel. Wiederum, wenn man sich natürlich auskennt, physikalische Gesetze und was weiß ich nicht alles, könnte man natürlich per Wasserrad oder Windrad oder was auch immer, könnte man seinen eigenen Strom erzeugen. Und ja, könnt natürlich das Ganze auch betreiben, ist ja klar, ne? Könnte man herstellen. Wenn man dementsprechend natürlich auch das Kupfer auf der Insel hat, um ne, Strom herzustellen, zu speichern, was weiß ich nicht alles. Also an sich eigentlich machen die beiden Sachen. Eine Konsole wäre natürlich geil. Mobiltelefon bräuchte ich nicht unbedingt. Aber eine Konsole, weil zocken ist ja eigentlich mein Hobby, sonst würde ich auch nicht Gameplays als Hobby machen. Wäre schon cool, aber auf der einen Insel total uninteressant. Ein Buch, das liest du durch und dann hast du nichts mehr. Auch total bescheuert. Stift und Papier. Irgendwann geht das Papier aus oder der Stift leer. Ein Instrument wäre für mich tatsächlich die beste Wahl. Ich kann zwar keins spielen, aber dann hätte ich genügend Zeit, um es mir beizubringen und kann damit auch Zeit vertreiben und mich mal verlieren, so gesehen. Dass ich mal abschalten kann oder was weiß ich. Mit Musik kann man einiges erreichen. Und ich denke, ein Instrument wäre da tatsächlich das Beste für mich. Die beste Wahl. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Nein, tatsächlich nicht. Ich nutze sehr gerne Technologie. Mein PC, sehr wichtig für mich hier zu Hause. Aber ich könnte auch ohne Technologie leben. Alles klar, Bixby. Tatsächlich, ich mache ja auch Mittelalterdarstellung als Hobby und ich war auch schon Lager, nennt man das. Man könnte in der modernen Zeit Zelten sagen.
im Mittelalter so gesehen. Halt dann nur. Und da haben wir natürlich auch keine Technologie mit dabei. Und es klappt auch so alles wunderbar. Und ich fände es auch interessant, ohne Technologie zu leben. Gut, Technologie ist hier natürlich jetzt im elektrischen Sinne gemeint. Technologie ist ja alles Mögliche. Das ist Mühlenrad, das ist, ja, was weiß ich, ein Ofen. Ist generell das Rad um einen Wagen. Das ist ja auch Technologie. Das wurde ja auch erfunden. Aber hier geht es halt, nehme ich mal an, eher um elektronische Sachen. Und darauf kann ich aber auch, ehrlich gesagt, verzichten. Ganz ehrlich, im Einklang mit der Natur leben ist sowieso eigentlich ein Traum von mir, was aber in der heutigen Zeit leider nicht so wirklich geht, weil du überall die Technologie und die Menschheit hast. Aber nee. Sie sind tatsächlich abhängig? Nein. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, fliegende Autos, Weltraumtourismus mit dem Gehirn verbundenen Geräte. Nein, das natürlich nicht. Dafür hatte ich zu viel Angst, dass man dann sogar dein Hirn hacken könnte. Weltraumtourismus wäre natürlich geil, das wäre interessant. Fliegende Autos, aber wird die Nummer 1 bei mir sein. Androiden, wie gesagt, wäre cool, so ein Kumpel. Aber fliegende Autos, allein durch meine Kindheit. Ich hatte als Ritual quasi, während meiner Kindheit, hatten wir das Ritual zu allen Ferien, also Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, egal welche Art von Ferien, aber sobald Ferien waren, hatten wir das Ritual zu Hause immer zurück in die Zukunft alle drei Teile zu gucken. Back to the Future. Oh, natürlich, da war in der Zukunft 2015, gab schon fliegende Autos und das war natürlich immer geil, das war cool. Und 2015 haben wir jetzt seit 5 Jahren vorbei und wir haben immer noch keine fliegenden Autos. Traurig, aber wahr. Und das wäre tatsächlich, darauf würde ich mich echt am meisten freuen, fliegende Autos, weil mich das einfach so sehr an Zurück in die Zukunft erinnern würde, an mein Ritual aus meiner Kindheit. Ja. Glauben Sie an einen Gott? An einen Gott? Nein. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Klar. Betreuen ja, aufziehen nein. Aber betreuen hätte ich nichts dagegen. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Oh Gott. Vier Stunden könnte eigentlich schon gut hinkommen. Könnte aber auch manchmal mehr sein. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel hier am Zocken sein könnte. Da bin ich auf jeden Fall mehr als vier Stunden täglich dran. Zeit pro Tag. Es ist unterschiedlich. Also würde ich jetzt mal sagen, keine Ahnung. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Maschinen, die eine Operation durchführen könnten, müssten ja von Technologie so hoch entwickelt sein, dass sie das überhaupt machen dürften. Also, warum nicht? Da weiß man, die Maschine hat immer Konzentration, zu 100%. Ein Mensch könnte da eventuell auch nachgeben. Also, klar, natürlich, warum nicht? Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Puh. Könnten Maschinen Bewusstsein entwickeln in der Hinsicht? Ich weiß es nicht, aber die könnten natürlich, wie hier in dem Spiel, so ein bisschen natürlich so dahinter kommen, dass irgendwie was nicht stimmt. Und dass Logik natürlich irgendwie nicht so ein bisschen nicht immer greift. Dieses Maschinendenken halt. Dass es halt eben auch viele Widersprüche mal wieder gibt, gerade was Menschen betrifft und sowas. Und die natürlich dann versuchen, wird natürlich dann wie anscheinend jeder Android anders versuchen, weil das ja etwas ist, was sie nicht kennen. Und natürlich versuchen würden, entweder die Welt zu verstehen oder die Menschen zu verstehen oder dagegen zu arbeiten. Und würden natürlich versuchen, irgendwelche Algorithmen zu entwickeln, nehme ich mal an, was man als Bewusstsein sehen könnte. Und sie, weil sie sich so gesehen
selbst dann was zusammenreimen, warum das eventuell so sein könnte oder nicht. Ja, könnte sein, dass ihr sich ein Bewusstsein entwickeln könnte. Dieser Art halt eben. Bewusstsein wie bei Menschen natürlich nicht. Es ist und bleibt ja nur eine Maschine. Ohne Seele. Ja, der Mensch hat ja Seele, Geist, Bewusstsein. Das hat eine Maschine natürlich nicht, die der Mensch zusammenbastelt, denn der Mensch kann die Maschine nur basteln, aber keine Seele, kein Geist, kein Bewusstsein mit einfügen. Er kann Programme reinschreiben, klar, natürlich. Aber die drei Sachen, die kann er da nicht einfügen, er kann es nur erschaffen. Aber diese drei Sachen nicht. Von daher... eines Tages ein Bewusstsein. Maschinell gesehen, ja. Menschlich gesehen, nein. Also von... wir drücken jetzt mal ja. Ich gehe jetzt mal vom Maschinellen aus, dass sie sich schon ein eigenes Bewusstsein aufbauen, aber halt eben auf Reihe von Algorithmen, die sie sich dann selbst zusammenstellen, wenn sie halt, wie gesagt, ja, konfrontiert werden damit und irgendwie eine Lösung brauchen. Okay. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen oder Menschen, der menschlich aussieht, habe ich ja gemacht. Das haben 67% auch gemacht. Okay. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Habe ich mit ja geantwortet. Das haben die meisten tatsächlich beantwortet auch. Hier habe ich das Instrument ausgewählt. Haben tatsächlich 33% immer noch die Mehrheit. Okay. 6% eine Konsole. Schrift, Papier, Mobiltelefon, ein Buch. Ja. Naja, wie gesagt, also so wie ich es erklärt habe, denke ich mal, klingt sehr einleuchtend eigentlich, dass das Instrument die beste Wahl gewesen wäre. Würden Sie sagen, Sie sind von Technik abhängig? Habe ich Nein gedrückt und das haben 85% tatsächlich Ja gedrückt. Okay. Krass, die Menschheit wird untergehen, wenn es keine Elektronik mehr geben wird. Oh, auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Habe ich fliegende Autos? Haben tatsächlich nur 8% ausgewählt. 40% mit dem Gehirn verbundenen Geräte. Oha. Nee, davor hätte ich Angst, ganz ehrlich. Das würde ich nicht... mein Gehirn bleibt mir, das teile ich mit niemandem in der Hinsicht. Auch nicht mit Geräten, weil Geräte kann man beeinflussen aus der Ferne und dadurch dann auch dein Gehirn eventuell. Androiden, klar, natürlich, wäre auch cool. Aber fliegende Autos, habe ich euch erzählt, warum. Glauben Sie an Gott? Tatsächlich die Hälfte der Spieler, nein. Interessant. Würden Sie einen Androiden Ihr Kind betreuen lassen? Habe ich mit Ja beantwortet, würden sogar die meisten machen. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Habe ich keine Ahnung. Haben tatsächlich nur 4%. 16% 4 Stunden, 76% natürlich mehr. Das ist natürlich auch heftig. Wie gesagt, bei mir schwankt es. Es kommt darauf an, ob ich Zeit habe zum Zocken oder nicht, ob ich mit meiner Frau dann eventuell auch eher rausgehe und spazieren gehe oder sowas. Also ist es pro Tag tatsächlich unterschiedlich, von daher konnte ich da nur keine Ahnung ankreuzen. Ich bin nicht persönlich nicht viel am Handy, wenn meine Frau daheim ist, aber auch unterwegs bin ich nicht viel dran. Also wird es schon stimmen. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, achso, ja genau, habe ich mit Ja beantwortet und 70% auch. Bin ich also nicht allein damit. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Haben es tatsächlich viele Ja angegeben. Sehr interessant auf jeden Fall. Wie hättet ihr denn geantwortet? Ihr könnt es ja mal dazu schreiben. 1 bis 10 und dann jeweils dahinter Ja und Nein oder keine Ahnung oder je nachdem, was da für eine Antwort gewesen ist. Könnt ihr mal dazu schreiben. Das würde mich ja mal interessieren. Gerade meine Abonnenten, die hier zugucken. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euch hier entschieden hättet. Und vielleicht warum. Wäre natürlich cool. So, und das war's. Gut, dann kann ich jetzt raus und dann verabschiede ich mich. Das war eine kleine Umfrage. habe ich richtig gedacht, dass jetzt also doch sowas kommt? Gut, dass ich nochmal aufgenommen habe, auf jeden Fall. Ihr dürft einen Daumen nach oben geben und ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt und es hat euch gefallen. Und ja, unterstützen könnt ihr mich natürlich auch. Der Link ist in meiner Videobeschreibung. Müsst ihr jetzt natürlich nicht. Hier ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Es war nur eine Umfrage. Aber wenn ihr es interessant fandet, könnt ihr mir natürlich einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht, ihr könnt sowieso Kommentare da lassen. Vielleicht auch Fragen, wie auch immer. An mich vielleicht gewendet, wie ihr wollt.
Und dann antworte ich eventuell sehr wahrscheinlich drauf in irgendeinem Teil in Zukunft, weil ich nehme natürlich weiter auf. Oder ich mache ein extra Video eher dazu. Und kann euch da eure Fragen beantworten. Wie auch immer. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich auch sehen wir uns beim nächsten Sonntag, beim nächsten Teil von Detroit Become Human. Oder hoffentlich auch unter der Woche bei den anderen Let's Plays von mir, Gameplays. Und hoffe, ihr habt Spaß damit. Auf jeden Fall, das war ich von mir, Gameplays als Hobby mit. Wussten Sie, dass das Motto von Detroit "Wir hoffen auf Besseres" ist? Nein, das wusste ich gar nicht. Aber es ist ein tolles Motto. Besseres könnte man immer erhoffen. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.